Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum 70. Geburtstag unseres Landes haben uns zahlreiche Glückwünsche erreicht. Sie haben deutlich gemacht, dass NRW viele Freunde hat in der Bundesrepublik und auch weit darüber hinaus. Etwas, was die Historie unseres Landes eng mit der Gegenwart verbindet, war hier von besonderer Bedeutung. NRW ist Integrationsland. Das wurde immer wieder betont. Und dass die Menschen an Rhein und Ruhr lange, und zwar sehr lange und gute Erfahrungen gemacht haben mit Migration und mit der Aufnahme von Neuankömmlingen. Dieser besondere Geist, der NRW hier prägt, überbrückt nicht nur soziale, kulturelle und historische Unterschiede, sondern, und das ist mir besonders wichtig, im Kollege Laschet und auch Kollege Römer hat darauf hingewiesen, auch politische Grenzen. Dieser Geist hat sich beispielsweise in der Landespolitik ganz praktisch manifestiert, etwa bei der Integrationsoffensive vor 15 Jahren. Alle damals im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich gemeinsam zu einer aktiven Integrationspolitik bekannt und sie als Querschnittsaufgabe definiert. Das war die Abkehr von einem alten Denken, das Migranten als Gastarbeiter betrachtete und nicht als Menschen, die sich ihren Familien hier in Deutschland ein eigenes Leben aufbauen wollten. Dann, er hat es, glaube ich, aus Bescheidenheit gar nicht erwähnt, vor zehn Jahren unter Schwarz-Gelb wurden einzelne Maßnahmen in einem Aktionsplan Integration zusammengefasst. Und da verkennen wir nicht die Handschrift des damaligen CDU-Integrationsministers, der in seiner Partei dafür geworben hat, dass eine konstruktive Integrationspolitik möglich geworden ist. Einige Jahre später, unter Rot-Grün im Jahr 2012, das bundesweit erste Teilhabe- und Integrationsgesetz, das in einem Flächenland verabschiedet wurde. Auch das war ein Meilenstein der deutschen Integrationspolitik. Und jetzt, 2016, kommt der Integrationsplan für NRW. Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein weiteres wirkliches großes Fund für die Integrationspolitik. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten bedanken, dass diese Arbeit möglich geworden ist. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben auf die Herausforderungen reagiert, die aus der großen Flüchtlingsaufnahme entstanden sind. Wir haben uns in NRW parteiübergreifend hinter den Satz aufgestellt, wir schaffen das. Aber wir haben auch gesagt, das ist keine Sache für Baulhelden. Das bedarf vieler Anstrengungen und vor allem bedarf es jahrelanges, kompetentes und vor allem engagiertes Engagement. Und ich bin ehrlich gesagt stolz, dass wir uns diese Herausforderung hier im Landtag gestellt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon in den Wochen und Tagen der Flüchtlingsankunft war uns klar, dass wir eine solche Reaktion brauchen, damit wir die mittel- und langfristigen Aufgaben hier in unserem Bundesland bewältigen können. Und, das ist eben schon erwähnt worden, diese Anstrengung ist offensichtlich nicht ganz unbemerkt geblieben. Und ich fand es schon beeindruckend, was die Bundeskanzlerin dazu gesagt hat. Ich zitiere: Nordrhein-Westfalen ist gewohnt, Menschen, die in das Land kommen, zu integrieren. Da hat es Großartiges geleistet. Weil es Zuwanderung als Bereicherung empfindet, ist es ein Beispiel für viele andere Regionen in der Bundesrepublik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in beiden Beiträgen angesprochen worden, Integrationspolitik ist Querschnittsaufgabe. Entsprechend breit und komplex sind wir in die Sache angegangen. Wir orientieren uns am Grundgesetz und seinem Leitbild des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft, an der Würde des Menschen, an Respekt und Toleranz, der Gleichstellung der Geschlechter und an Religions-, Presse- und Meinungsfreiheit. Und deshalb geht es uns eben gerade nicht um Assimilation und das Austreiben von Unterschieden, sondern um Toleranz und wechselseitigen Respekt für die Vielfalt der jeweiligen Lebensentwürfe, die es in diesem Land gibt. Und mit Sorge sehen wir deshalb auch, dass rassistische Gewalttaten und Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in erschreckendem Maße zunehmen. Die von Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen geschürten rassistischen Ressentiments sind die Basis für solche Gewalttaten. Wer das friedliche Zusammenleben von Menschen in unserem Land gefährdet, darf kein Verständnis erwarten. Er wird die ganze Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen. Denn unser Rechtsstaat schützt Vielfalt und Toleranz und nicht eben ihre Feinde, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Maßnahmenpaket, was wir Ihnen heute vorlegen, ist umfassend. Wir finanzieren Beratungsmaßnahmen für Flüchtlinge. Wir setzen auf Verbesserungen bei Integrations- und Orientierungskursen im Sprachunterricht. Und wir haben eine Integrationsstruktur geschaffen und entwickeln sie weiter. Unter anderem mit kommunalen Integrationszentren, die jetzt landesweit ausgerollt sind, oder dem Aktionsprogramm Komm an NRW. Besonderes Gewicht legen wir natürlich auch auf die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen und auf Fragen der Unterkunft. Und sehr groß ist unser Engagement bei Schule, Bildung und Betreuung. Wir machen aus der bildungspolitischen Präventionskette eine Integrationskette für Flüchtlingskinder. Mit mehr als 5.700 Stellen in allen Schulen, das sind Stellen, die allen Kindern unseres Landes zugutekommen. Mit 2.400 zusätzlichen Sprachfördergruppen und, ich war wieder beeindruckt, als ich es gelesen habe, 17.500 zusätzlichen Plätzen in den offenen Ganztagsschulen unseres Landes. Mit diesem Vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir bundesweit wirklich Maßstäbe gesetzt und wir können alle miteinander stolz auf diese Leistung sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Bund muss seine Hausaufgaben machen. Das BAMF galt ja lange als das Nadelöhr in diesem Zusammenhang und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das seinen Titel verdient und wir brauchen auch mehr Anstrengungen des Bundes, zum Beispiel bei Kinderbetreuung, bei der schulischen Bildung oder auch bei der Unterstützung beim sozialen Wohnungsbau. Vor allem muss der Bund aber anerkennen, dass es sich hierbei um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt. Der Bund muss endlich die Kommunen in dem Maße entlasten, wie es sich verdient. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ich allerdings auf einen Vorgang zu sprechen kommen, den ich ehrlich gesagt für eine Schmierenkomödie halte. Der Ausstieg der FDP aus dem interfraktionell angelegten Entschließungsantrag zum Integrationsplan war meines Erachtens eine wahltaktische Inszenierung und keine sachpolitische Entscheidung. Statt sachlich zu verhandeln, wurden Maximalforderungen an den Anfang gestellt. Sie sollten 1:1 umgesetzt werden. Allein die Verknüpfung, dass Maßnahmen aus Maßnahmen des Umweltministeriums gegenfinanziert werden sollten, zeigten, dass hier jemand sachfremd unterwegs war. Anders als die CDU hat die FDP meines Erachtens zu keinem Zeitpunkt eine konstruktive Linie vertreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dieses Vorgehen zeugt beim äußerst unsensiblen Umgang mit dem Thema Integration insgesamt und insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Hauses in ganz besonderem Maße. Ich möchte an dieser Stelle nur zitieren, was Kollege Laschet dazu gesagt hat. Die WAZ dokumentiert dessen entsetzte Reaktion, so ist es geschrieben, und zitiert ihn mit den Worten: Das ist kein Grund, den Integrationsplan scheitern zu lassen. Wenn es um Integration geht, brauchen wir den Konsens der 5 Fraktionen im Landtag. Streit um Details zwischen den Fraktionen dürfe nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich ausdrücklich diesem Appell anschließen und ich bitte alle Fraktionen, diesem Konsens in diesem Hause zuzustimmen.